So, moin meine liebe Gartenfreunde, einen wunderschönen guten Tag. Heute wieder aus dem Garten. Heute mal ein ganz, ganz kleiner Gartenrundgang. Wenig Zeit, viel zu tun. Ich zeige euch trotzdem mal den Garten jetzt im September. September. Fast vergessen. Hund auch wieder mit dabei. Ja, der will wieder spielen, ne? Und wir schauen uns heute mal, wie gesagt, den Garten an. Viel hat sich nicht getan. Es wächst viel. Es fangen Sachen an zu blühen. Und vielleicht ernten wir noch was. Also los geht's. So, fangen wir wieder am vorderen Teil an. Hier haben wir diesmal wieder zwei Anzuchtplatten stehen. Einmal mit im vorderen Teil Spinat und einmal im hinteren Teil Salat. Jetzt ist natürlich die Frage, wieso zieht man das vor? Das kann man natürlich auch direkt aussehen. Ich mache das einfach so. Ich bin da so ein bisschen flexibler. Ich weiß, was aufgeht, ich weiß, was nicht aufgeht. Und da kann man dann Sachen ins Gewächshaus setzen oder wo Sachen frei geworden sind. Hier Möhren sehen auch schon schick aus, wächst richtig, richtig gut, aber dauert natürlich noch ein bisschen. So, hier verbirgt sich eins von vier Schätzchen. Ein schöner, schöner Kürbis, Muscat de Provence. Hier haben wir den zweiten und da hinten verstecken sich noch irgendwo welche. So, hier vorne haben wir rote Beete, haben wir dann im Multi-Seed-Verfahren gesetzt. Also wir haben immer mehrere Körner in die Reihe gesetzt und wir vereinzeln nicht, sondern wir vereinzeln, indem wir immer klein ernten. Ne? Das heißt, wenn wir vier Körner auf einem Fleck haben und da bilden sich vier Knollen, holen wir immer eine raus, wenn wir die brauchen und die nächsten haben dann Platz, weiter zu wachsen. So machen wir das und ich bin gespannt, wie das funktioniert. Beim Davis vom Naschgarten funktioniert das ja recht gut. Wir haben den ja besucht. Video verlinke ich euch mal hier oder da. Und dann könnte man den sehr schönen Garten von ihm sehen. Bin echt neidisch. Also hier soll auch in nächster Zeit einiges passieren. Weiter vorne Schnittsalat mit Asiasalaten. Wie ihr seht, geht hier einiges in Blüte auf, weil wir tatsächlich hier sehr, sehr wenig bis gar nicht abschneiden. So, dann einmal im Unglücksfeld. Mehltau, man sieht es. Hat auch schon eine orangene Krankheit hier bekommen. Ne, ist es nicht. Mir ist hier tatsächlich ein Farbpöttchen kaputt gegangen, weshalb hier einige Blätter orange sind. Super. Davor Knollensellerie, wächst auch super. Der Hund hat sich einen schönen Stock geschnappt. Und was wir hier haben, schöner, schöner Blumenkohl. Das freut mich, der kommt jetzt mit. Den gibbet nämlich morgen, habe ich jetzt mal so entschieden. Den gibbet morgen. Sieht der nicht toll aus? Der ist richtig, oh, der duftet. So, eine große Änderung im Hühnerstall. Viele Hühner mussten weichen, die sind mal kurz nach Sibirien gereist. Aber wir haben auch neue gekriegt. Der liebe Davis vom Naschgarten hat welche sponsort, hat uns welche überlassen. Schöne, schöne Seidenhühner. Alles noch kleine Küken. Und ja, gefällt mir richtig gut. Die sind richtig gut angekommen. Haben sich mit den noch hier verbliebenen Hühnern, also mit Helga, mit Susi und mit dem silbernen Huhn. Das hat tatsächlich keinen Namen. Hat sich alles gut vertragen und wir freuen uns jetzt, dass wir neue Hühner haben, die sich hier bei uns austoben können. So, hier im Dschungel, ja okay, nicht mehr ganz so Dschungel, die Kraut- und Braunfäule hat tatsächlich hier einiges vernichtet, man sieht es hier schon, aber die ganzen Tipps mit dem Backpulver, die haben ziemlich gut geholfen und haben mir doch nochmal so eine schöne, schöne Tomatenernte eingefahren. Wir haben hier vorne eine riesen Ananas-Tomate geerntet. Also die war wirklich ein Prachtexemplar. Auf jeden Fall mal Instagram-Story oder Instagram abchecken. Da gibt ein Bild davon. Das war einfach ein Mordsteil. Hier auch noch kleine Ananas-Tomaten. Und die sind auch reif. Die kann man theoretisch dann jetzt auch mitnehmen. Ach, Tomaten sind einfach herrlich. Auch hier die ganzen Chilis unten, die werden alle rot. Rote Tomaten kann man hier eigentlich wenig verwerten. Die werden wir einfach einlegen oder trocknen und machen wieder unser eigenes Chili-Pulver. Wir wissen es noch nicht. Wir warten da mal ab. So, ansonsten schaut euch noch mal ein bisschen hier im Tomatengewächshaus um. Kleiner Rundgang beendet. Das sollte wirklich nur ein ganz kleines Quick-Video werden. Und nicht verpassen, am Wochenende zweiter Teil vom Insektenhotel.
Da bauen wir das Ganze zusammen und danach kommt das Dach drauf. Aber da seid ihr nochmal gefragt, also unbedingt auch mal am Wochenende vorbeischauen. Und ja, ich bin jetzt weg. Freunde, ich wünsche euch einen schönen Restwochentag. Morgen schön fleißig wieder alle arbeiten. Und ja, schönen Feierabend. Freunde, man sieht sich.